Diese beiden Herren sehen sich nicht nur ähnlich, sie haben auch das gleiche gute Füßchen. Niklas Füllkrug und Felix Schulz. Beides Fußballer und Stürmer. Der eine ist Profi, der andere Amateur. Während der Nationalspieler in der abgelaufenen Bundesliga-Saison in 31 Spielen ganze 12 Tore erzielte, traf der Amateur für seinen Verein Rotation Dresden fast 10-mal so oft in der letzten Saison und hatte damit natürlich einen riesigen Anteil am Aufstieg seiner Mannschaft. Felix Schulz trifft und trifft und trifft und ist mit sagenhaften 102 Toren Deutschlands zweitbester Stürmer in allen Fußballligen. Sachsens bester Ballermann ist er sowieso. 102 Buden in 24 Spielen der 10. Liga, der Traum jedes Vereins, der Albtraum jedes Gegners. Unfassbare 102 Tore und immer noch die Bescheidenheit in Person. Ja, jeder, der mich kennt, der weiß, wie ich bin. Und ich mache einfach alles für die Mannschaft, alles für den Sieg. So bin ich schon immer von klein auf und jetzt am Ende kommt das dabei rum, ja. Das letzte Punktspiel der Saison von Rotation Dresden, zweite Mannschaft, Stadtliga B, der Aufstieg ist längst im Kasten. Der Ballermann wird schon für 95 Tore ausgezeichnet, aber er will mehr. Gegner Dresdner Verkehrsbetriebe ahnt Schlimmes und fügt sich seinem Schicksal. Rotation Dresden 2 gewinnt 13:1. Der 27-Jährige macht die ersten 5 Tore. Kein Hattrick, kein Quadrick, nein, das ist ein Fünferpack. Und das fünfte, das geht in die Geschichte ein. 37. Spielminute, Treffer Nummer 100 für die Ewigkeit. Der Verein tobt. Der Torriecher des Toreros kommt nicht von ungefähr. Als Jugendlicher ist Felix ein hoffnungsvolles Dresdner Talent, spielt mit Dynamos B-Junioren auch schon mal gegen Julian Brandt und Leroy Sané. Eine angeborene Schiefstellung der Wirbelsäule zerstört aber den Traum vom Profi. Lang ist's her und auch irgendwie schon vergessen. Die Zeiten der Trauer sind vorbei. Dadurch, dass ich jetzt meine Jungs habe, meine Familie an meiner Seite und auf dem Platz, ist alles wieder wie ein Traum. Ja, und auch wenn ich mir natürlich vorgestellt habe, mit Fußball Geld zu verdienen, verdiene ich jetzt keins, aber ich lebe meinen Traum. Sein Vater ist auch sein Trainer. Mario Wolf kann es selbst kaum glauben, was sein Sohnemann in dieser Saison vollbracht hat. Also ich hatte letzter gewettet gehabt, dass er 50 macht, hat leider nur 45 gemacht, weil er dann die letzten 4 Spiele verletzt war. Aber das, was er dieses Jahr vollbracht hat, ist schon sehr übertrieben. Aber andere im Team treffen auch. Die Mannschaft trifft in dieser Saison 249 Mal ins gegnerische Tor. Das 13:1 durch des Torjägers Bruder Max Schulz. All das hier ist eine einzige Kampfansage für die 9. Liga. Ich würde jetzt mal sagen, ohne jemanden Angst zu machen, wir sind gerade mal so bei 50%, was das Potenzial unserer Mannschaft angeht. Und wir haben noch eine ganze Menge vor uns. Felix Schulz ist übrigens auch Nachwuchstrainer und mit seinen 102 Toren das absolute Idol der Jüngsten im Verein. So wie er wollen sie auch mal werden.